Willkommen zu einer neuen Folge Karrieremodus mit dem FC Ingolstadt. Ja, und zu Beginn dieser Folge steht gleich mal ein richtig schwieriges Spiel an. Es geht nämlich gegen Borussia Mönchengladbach. Und am Ende der letzten Folge haben wir ja schon gesehen, die sind im Moment Fünfter in der Tabelle, aber haben durchaus noch Chancen nach oben. Also wir sollten die auch definitiv nicht unterschätzen, denn die werden auch nicht zu Unrecht dastehen, wo sie gerade stehen. Und wir haben ja schon in der letzten Folge gesehen, dass gegen die KI zu spielen nicht immer ganz einfach ist. So, die Aufstellung habe ich aus Versehen übersprungen, deswegen zeige ich euch die jetzt nochmal. Also im Tor Castells, Aarons, Barbosa, Robert und Caillou in der Verteidigung. Und Aarons ist ein richtig starker Rechtsverteidiger. Dann Ginter auf der 6. Daneben Dahoud und Žižek müsste das sein, oder so spricht man den glaube ich aus, auf der 8, Benesch auf der 10 und Moreos und Ünal im Doppelsturm. Ja, 4-1-2-1-2 kompakt sollten die glaube ich spielen und ja, eine richtig starke 11 und diese 11 gilt es jetzt zu schlagen, auf ins Spiel. Und klappt mal mit der ersten Chance, aber Gimba holt sich den Ball da doch noch, bevor es da richtig gefährlich wird und leitet damit auch gleich mal einen super Konter ein über Diawosi, aber der läuft dann da in den Verteidiger und verliert den Ball. Jetzt wird mit der Chance, Ball in die Mitte, Carranza, aber Castells pariert zum Eckball. Der kommt rein von Singh, Kopfball und dann hat auch den Ball Castells wieder. Es war ein super Kopfball von Thalhammer, aber Castells hat den Ball. Und jetzt Gladbach mit der Chance, Ball in die Mitte, aber Zagadou bereinigt die Situation, bevor da etwas Schlimmeres entstehen kann. Und jetzt hat Singh da den Ball, nein, Caillou kann sich nochmal durchsetzen, aber jetzt ist der Ball weg. So, jetzt kurz vor Schluss gibt es nochmal einen Eckball für Gladbach. Ball kommt rein, ziemlich nah vor das Tor, aber unsere Verteidigung kann klären. Oh, Wagnermann auf Carranza. Vielleicht entsteht hier nochmal ein Konter. Nein, die Verteidigung klärt und jetzt pfeift der Schiri auch ab. Zur Halbzeit. Ja, wir gehen hier mit einem 0:0 in die Pause. Das ist ja Chancen auf beiden Seiten, aber beide konnten die Chance bis jetzt noch nicht so wirklich nutzen. Mal schauen, ob sich das in Durchgang 2 ändert. Und jetzt im zweiten Durchgang gehört die erste Chance uns. Davis will in die Mitte spielen, aber der Ball kommt nicht an. Und dann kann Gladbach klären. Herzlichster Angriff von uns. Singh, und der macht das 1:0 für den FC Ingolstadt. 56. Minute, 1:0 durch Sapret Singh. Hier der Pass von außen auf Carranza, der dann zu Singh und der zum 1:0 ins Netz. Damit wir jetzt in Führung. Und Gladbach mit dem Ausgleich. Da war ich jetzt nicht darauf vorbereitet. Da vollkommen frei kommt einer zum Abschluss. Und da hätte ich nicht gedacht, dass der Ünal schon schießt. Aber er schießt und trifft zum 1:1 für die Gäste. Jetzt der Angriff von uns, Davis, über die linke Seite, Davis, Pass in die Mitte, Schuss und da ist das 2:1 für uns. 75. Minute, Singh mit dem Doppelpack. Davis macht es super, zieht da in die Mitte, da steht Singh völlig frei und der lässt Castells keine Chance mehr und trifft zum 2:1 und macht seinen Doppelpack. Und jetzt pfeift der Schiri ab. Wir gewinnen 2:1 gegen Gladbach. Ja, das war eine sehr, sehr enge Partie. Aber man muss sagen, nach dem 2:1 kam eigentlich von Gladbach nicht mehr viel. Also, die waren dann irgendwie ein bisschen gebrochen, würde ich sagen. Also, ja, am Anfang viel durch Paraden und Fehlschüsse ausgezeichnet. Und dann im zweiten Durchgang ging es erst so richtig los mit den Toren. Halt, das wollte ich nicht. So. Ja, aber gut, am Ende haben wir dann doch gewonnen. Ziemlich ausgeglichenes Spiel, muss man sagen. So ist dann auch das Ergebnis. Also war auch ziemlich ausgeglichen, muss man sagen.
So, jetzt ist mittlerweile auch Transfer Deadline Day. Und ja, da gibt es eigentlich nichts mehr zu tun für uns. Wir haben unsere Transfers gemacht. Wir brauchen keine weiteren Spieler mehr, wollen auch keine mehr abgeben. Deswegen werden wir den jetzt einfach, ja, einfach durchsimulieren. Und jetzt ist der Transfer Deadline Day auch noch rum. Wir haben nicht mal Angebote bekommen. Also war nicht wirklich spannend für uns. Und jetzt steht das Spiel gegen den FC Bayern an. Ja, die sind im Moment Vierter, schon etwas abgeschlagen. Wie ich sehe, auch gerade Leverkusen und Wolfsburg haben schon gespielt. Also wenn wir wieder Erster werden wollen, dann müssen wir dieses Spiel auch gewinnen. Dann hätten wir 50 Punkte, wären wir wieder diesen einen Punkt vor Leverkusen wie vor dem Spiel. Ja, und Bayern wäre dann auch richtig abgeschlagen schon. Da hätten die auch weiterhin 8 Punkte Rückstand auf den Dritten, auf dann hoffentlich Wolfsburg. Aber so oder so, Bayern hat, wenn Bayern das nicht gewinnt, haben die 8 Punkte Rückstand auf den Dritten. Und das ist, ja, ist schon ordentlich für die. Aber mal schauen auf ins Spiel. Und da sind wir auch schon live aus dem Sanderson Park, der berühmten Heimstätte des FC Bayern. Ja, man kennt sie, den guten alten Sanderson Park. Da müssen wir heute gegen die Bayern ran und wollen natürlich auch gewinnen, damit wir Erster wieder sind. Und ich habe gerade schon beim Einlaufen Virgil van Dijk gesehen, der was die Bayern hier als Kapitän aufs Feld führt. Und jetzt zur vollen Aufstellung des FC Bayern. Onana im Tor. Denayer, Laporte, Van Dijk und Kimmich in der Verteidigung. Goretzka, Fabinho und Dominguez im Mittelfeld. Lopez, Belotti und Gnabry bilden den Dreiersturm her. Ja, und jetzt mal schauen, wie wir uns gegen Van Dijk und Konsorten schlagen. Auf ins Spiel. Und Bayern hier mit der ersten Chance. Ball in die Mitte, Kopfball und der Ball ist drin. 3,5 Minuten gespielt. Und Bayern mit der Führung. Belotti macht das 1 zu 0 für die Bayern. Sie setzen sich auf dem Flügel schön durch. Dann Ball in die Mitte. Sagadou nicht am Mann. Und Belotti köpft ein zum 1 zu 0 für Bayern. Und der Davis, der hat heute einfach viel zu viel Platz. Die lassen den immer vollkommen ungedeckt. Davis passt in die Mitte. Diabosi mit dem zweiten Schuss macht er ihn dann rein. Ausgleich durch Diawosi. Puh, also das war jetzt wirklich anstrengend. Aber der Davis, den geben sie heute viel zu viel Platz. Den ersten Schuss blocken sie noch. Und dann gegen die Laufrichtung des Keepers. Da ist Onana schon im Fallen. Und der Diawosi setzt ihn dann ins andere Eck rein. Und macht das super zum 1 zu 1. Damit jetzt hier nach 30 Minuten wieder alles offen. Und jetzt ist Halbzeit. Ja, wir gehen hier mit dem 1 zu 1 in die Pause. Nach dem Ausgleich nicht mehr viel passiert, muss man sagen. Aber das soll sich jetzt hoffentlich im zweiten Durchgang ändern, damit wir hier noch das ein oder andere Tor machen, um doch noch zu gewinnen. Und jetzt Bayern mit der Chance und Bayern mit dem Schuss und Bayern mit dem 2 zu 1. Da werden die super frei angespielt. Da rücke ich mit dem Verteidiger raus und öffne da die Bahn für Fabinho, der hier zum 2 zu 1 trifft. Und jetzt wir mit dem Angriff über Davis, der in die Mitte zu Singh. Und Singh lässt sich das nicht nehmen und trifft zum 2 zu 2. Drittes Tor in den letzten zwei Spielen schon. Sabri Singh, der ist im Moment super in Form. Wird aber auch super angespielt. Und dann frei vom Keeper lässt er sich die Chance nicht nehmen und trifft zum 2 zu 2. Jetzt hier wieder alles offen in der 65. Minute. Und jetzt pfeift der Schiri ab. Es geht 2 zu 2 aus. Und ja, damit verlieren wir leider Platz 1 an Leverkusen. Aber immerhin Zweiter sind wir, denn wir sollten jetzt einen Punkt vor Wolfsburg sein. Ja, am Ende, dann ja, war das Unentschieden, glaube ich, dann doch gerecht, muss man sagen. Also, ja, war dann doch relativ verdient. Und wir werden jetzt mal ein Interview nach dem Spiel geben und uns ein bisschen mit der Presse unterhalten nach diesem Unentschieden. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten.
Diawosi ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind Sie mit seiner heutigen Leistung? Ja, schon. Soll einfach weiter so machen. Er ist schon ein guter Spieler, ja. Wir müssen dafür sorgen, dass Aubameyang möglichst lange so gut in Form bleibt. Ja, der Rest könnte nicht mehr lesen. FC Ingolstadt ist in dieser Bundesliga-Saison ohne Niederlage. Gehen Sie davon aus, dass es so weitergehen wird? Wir haben doch schon gegen Wolfsburg verloren. Also ja, auf sowas würde ich mich jetzt nicht konzentrieren. Irgendwann reißt diese Serie auch wieder. Wir sollten uns also nicht zu sehr auf diese Serie fixieren. Hättest du zur Pause gedacht, dass sie heute noch einen Punkt retten können? Ja, habe ich eigentlich schon gedacht. Ja, ich wollte heute auch mindestens nur einen Punkt, weil die Bayern sind schon sehr stark. Also da ein Sieg war eigentlich klar, dass wir das nicht unbedingt gewinnen. So, jetzt steht das Heimspiel gegen Hamburg an in der Liga. Das werden wir simulieren mit der B11, die ran darf. Und es wird ein 1:1. Carranza trifft, weil der muss ja spielen, weil der wie heißt er jetzt nochmal? Der Sergeant, genau, der Sergeant ist immer noch verletzt, deswegen muss er spielen. Und Beuth trifft für Hamburg. Ja, jetzt steht das Auswärtsspiel gegen Frankfurt an. Da darf wieder die A11 ran und sie gewinnt 3:1. Doppelpack Carranza und Singh trifft auch wieder. Also der ist mittlerweile echt überragend in Form zurzeit. Und jetzt eine Verletzung. Diawosi fällt für 5 Wochen aus. Aber immerhin haben wir noch Matondo auf dieser Position. Also von daher nicht ganz so schlimm. Und jetzt das letzte Spiel für diese Folge. Es geht gegen Dinamo Zagreb, das Hinspiel. Ja, das Rückspiel werden wir dann selbst spielen, aber das Hinspiel werden wir jetzt erstmal noch simulieren mit der B11. Und es wird ein 2:0 Sieg, aber Langer sieht die rote Karte. Gut, was eh nicht so dramatisch ist, da der im Rückspiel eh nicht gespielt hätte. Aber wir gewinnen 2:0. Das ist eine gute Ausgangsposition dann für nächste Folge für das Rückspiel. So, jetzt steht das Spiel gegen Bayer Leverkusen an in der Liga und das gibt es dann in der nächsten Folge zu sehen, wird live gespielt und gleich im Anschluss darauf dann auch noch das Rückspiel gegen Zagreb und dann gibt es noch 3 Spiele, die wir simulieren werden in der nächsten Folge. Ja, die Tabelle zeigt auch Folgendes. Also Wolfsburg hat ihr Spiel bereits gehabt an dem Spieltag, haben gewonnen. Der Sieger schließt auf zu Wolfsburg. Bei dem Unentschieden zieht Wolfsburg so ein bisschen zumindest weg. Hätte da zumindest 2 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Ja, und es gilt dann natürlich in der nächsten Folge, diesen Rückstand zu verkleinern und Zweiter zu werden. Aber ob wir das auch schaffen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.